Zuerst mal einen schönen guten Morgen. Ich begrüße alle Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, unsere Gäste und nicht zuletzt auch die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Ich möchte jetzt den 4. Landesparteitag unserer Partei hier in Wetzlar eröffnen. Begrüßen möchte ich den Bürgermeister, Herrn Wagner, der auch noch nachher ein paar Worte zu uns sagen wird. Ich freue mich, dass unser Parteivorsitzender Klaus Ernst unser Gast sein wird. Ich begrüße an dieser Stelle Elias Seifert, unseren behindertenpolitischen Sprecher. Ich begrüße alle Anwesenden, Mitglieder des Bundestages und Mitglieder des Landtages unserer Partei. An dieser Stelle auch ein Dank an Murat Şakir von der Luxemburg Stiftung und unseren Stellvertretern des Beirates der Partei. Stellvertretend für alle Gewerkschafter begrüße ich den Kollegen Jürgen Bodner von Verdi, der auch noch ein Grußwort zu uns sprechen soll. Herrn Schmidt vom VdK Hessen-Thüringen. Und selbstverständlich haben wir alle konkurrierenden Parteien, die im Landtag vertreten sind, eingeladen und stellvertretend an dieser Stelle begrüße ich Frau Batkowski von der CDU. Trotz des intensiven Kommunalwahlkampfs ist es uns gelungen, uns mit unserem Erfurter Parteiprogramm sehr intensiv auseinanderzusetzen und in allen Gliederungen unserer Partei zu diskutieren. Ich möchte hier an dieser Stelle noch einmal dafür werben, dass wir uns am Ende des morgigen Tages alle mit großer Mehrheit hinter diesem Entwurf versammeln können. Trotz des mit großer Mehrheit gebilligten Rettungsschirms vorgestern, wurden einmal mehr die Verursacher der Krise geschützt und nicht die Griechinnen und Griechen, die schon jetzt große Einschnitte in ihrem Land erleben müssen. Unsere Fraktion hat nicht gegen Europa, sondern für die Menschen in Europa gestimmt. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, sehr geehrte Gäste, als wir erfahren haben, dass der 4. Landesparteitag unserer Partei hier in Wetzlar stattfinden wird, hat uns das sehr gefreut. Sicherlich können sich einige von euch daran erinnern, dass wir im Land-Dill-Kreis einen schweren Start bezüglich der Parteigründung hatten. Die Vereinigung mit der WASG und der Linkspartei warf große Probleme auf. Deshalb sehen wir die Entscheidung des Landesvorstands, den Parteitag in Wetzlar durchzuführen, auch als eine Bestätigung für die kontinuierliche und erfolgreiche Arbeit des gesamten Kreisverbandes. Auch wenn wir auf dem Parteitag in erster Linie uns in der Zukunft beschäftigen, möchte ich hier und heute mit einem Rückblick beginnen. Die Linke, die wir 2007 als neue Partei gegründet haben, hatte ihren Ursprung bereits im Jahr 2005. Ausschlaggebend hierfür war die unsoziale Politik und die Friedens-, besser gesagt die Kriegspolitik der rot-grünen Bundesregierung. Angetreten sind wir damals unter anderem unter dem Motto Hartz IV und Zweck, raus aus Afghanistan.
Beides ist bis heute nicht erreicht. Was ist zwischenzeitlich geschehen? Die rot-grüne Bundesregierung wurde 2005 durch eine schwarz-rote und 2009 durch eine schwarz-gelbe Regierung abgelöst. Die unsoziale Politik ist geblieben und noch immer führen wir Krieg in Afghanistan. Insbesondere die SPD, nun in der Opposition, will sich jetzt wieder als linke Partei darstellen. Dadurch dürfen wir uns jedoch nicht verführen lassen, auch nur einem Deut von unseren Kernforderungen abzuweichen, um auf die Partei zuzugehen, die unter anderem mit der Agenda 2010 Hartz IV eingeführt hat, das Renteneintrittsalter auf 67 erhöhte, Arbeiterrechte aufweichte, den Spitzensteuersatz senkte, die Finanzmärkte deregulierte, um nur einiges zu nennen. Auch in Hessen haben sich SPD und Bündnis 90 Die Grünen mit ihrem Ja zur Schuldenbremse gegen die Werktätigen, die Gewerkschaften und die Sozialverbände an die Seite der schwarz-gelben Regierung gestellt. Wir müssen unsere Kernforderungen auf dem kommenden Parteitag verteidigen und danach in der politischen Debatte noch offensiver vertreten. Nur dort, wo wir mit einem klaren linken Profil auftreten, dies haben die letzten Wahlergebnisse gezeigt, können wir dazu gewinnen. Noch eine Partei, die ihre Grundsätze aufgibt und damit ihre Mitglieder und Wähler hintergeht, wird nicht gebraucht. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an ein Zitat von Oskar Lafontaine, der sagte: Wir brauchen nicht zwei sozialdemokratische Parteien, keine linke und keine rechte SPD. Wir müssen die Systemfrage stellen. Auch mit diesem Hintergrund kann und wird von diesem Parteitag hier in Wetzlar ein Signal ausgehen. Der Kreisverband hofft, dass sich die Delegierten, Gäste, die Vertreterinnen und Vertreter der anwesenden Presse in unserer schönen Stadt wohlfühlen und wünscht allen einen erfolgreichen Verlauf des Parteitages. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Wilken, Herr Ernst, ich darf Sie im Namen der Stadt Wetzlar sehr herzlich zu Ihrem vierten Landesparteitag hier in unserer Stadthalle willkommen heißen. Ich begrüße Sie in einer traditionsreichen Stadt, in der Stadt Johann Wolfgang Goethes, der vier Monate am Reichskammergericht, dem höchsten deutschen Gericht, wirkte und hier inspiriert wurde zu den Leiden des jungen Werthers. Ich begrüße Sie in der Stadt August Bemis, der hier seine Jugend und Lehrjahre verbrachte. Ich begrüße Sie in der Stadt der Optiker und Feinmechanik, im Hause Leitz wurde die erste Kleinbildkammer entwickelt und Wetzlar ist eine Stadt der Optik, darauf besinnen wir uns zunehmend. Wetzlar ist eine Stadt des Sports, des Breiten- und des Spitzensports. Und Wetzlar ist die Stadt des Hessentages 2012. Wir haben uns im Stadtparlament seinerzeit einstimmig für die Ausrichtung des Hessentages entschieden. Die Stadtverwaltung, die Mitarbeiter, die Menschen in dieser Stadt arbeiten ambitioniert daran, diesen Hessentag zu einem Erfolg zu führen. Und ich darf Sie heute schon einladen, 2012 auch unsere Stadt zu besuchen und mit uns gemeinsam den Hessentag zu feiern. Und damit Sie einen kleinen Vorgeschmack bekommen, darf ich Sie natürlich sehr herzlich einladen, vielleicht auch am Rande Ihres Parteitages, sich bei angenehmem Wetter hier in unserer Altstadt, in der Stadt Wetzlar umzusehen und schon ein Stück weit von der Schönheit der Stadt zu überzeugen. Gutes Wetter und gute Rahmenbedingungen mögen Sie inspirieren, weise Beschlüsse zu fassen. Alles Gute für Ihren Parteitag.